Hey, hallo meine Lieben, willkommen zu Tag Nummer 4 unserer 7-tägigen Apps Challenge. Es gibt am letzten Tag etwas zu verlosen und das, was es ist, werde ich auf Instagram verkünden unter runninggirl_linda. Das ist mein Account und wer mir da noch nicht folgt, der sollte da mal vielleicht vorbeischauen, da würde ich mich drüber freuen. Und es geht auch direkt los. Wir begeben uns nun mit unseren Kurzhanteln auf den heißgeliebten und brutalen Bosu-Ball, der keine Excuses macht, also direkt in die Rückenlage und ab geht's. Okay, ihr Lieben, rutscht mit dem Popo ganz an den Rand des Bosu Balls. Nehmt ihr den Ball nicht dazu, dann guckt, dass ihr ziemlich nah an eure Fersen kommt und dann hebt ihr euer Becken, heben, heben, sodass ihr merkt, dass ihr eine gerade Ebene bildet, eine Bridge, das nennt sich so, und ihr spannt komplett euren Rumpf an und vor allem den Beckenboden feste anziehen und ihr zieht den Bauchnabel feste zur Wirbelsäule, stabilisiert euch hier im Rumpf und ihr löst nun das linke Bein im Wechsel mit dem rechten Bein. Okay? Und halt das Ganze 30 Mal und ich zähle wie immer 3 mal 10 und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wenn ihr merkt, ihr sinkt hier im Becken ab, korrigiert euch, geht nach oben. Nochmal 10, 9, 8, 7, 6, Becken hoch, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Die letzten 10, 9, 8, 7, 6, Spannung im Becken, noch 4, letzten 3, 2 und erste Übung geschafft, absenken, sehr gut. Kommen wir zur zweiten Übung und du schiebst den Bowsball in die Mitte deiner Matte. Dann setzen wir uns mit dem Popöchen drauf. Wenn du die Balance gefunden hast, nimm die beiden Kurzhanteln dazu und wir ziehen zurück. Wir rudern 30 Mal. Come on. Ich zähle wie immer. 3 mal 10 und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, hoch. 1, noch 2 mehr und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und nochmal die letzten 10. Balanciere dich aus. 9, 8, 7, 6, die letzten 5, komm, kämpfe, 3, 2 und der letzte, super, boah, das geht dann schon in den Bauch, ne? Das soll's auch. Bei unserer letzten Übung begibst du dich mit dem Bauch auf den Ball, schieb dafür den Ball ein bisschen weiter in die Mitte, positioniere dich gut aus. Und diese Übung dient nicht nur dem Bauch, sondern auch gleichzeitig dem Rücken. Eine sehr gute Rückenübung. Und wenn du eine Balance hast, löse jetzt die Arme von der Erde. Der Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule auf einer Höhe. Und nun ziehst du die Arme zurück und vor. Der Bauch ist fest. Der Bauch trainiert die ganze Zeit mit. Und vor allem jetzt auch der Rücken. Vor und zurück. Super. Das Ganze 30 Mal und 3 mal 10. 9, 8, 7, noch 6, 5, 4, 3, langsam und kontrolliert, langsam und kontrolliert, 2 und der letzte. Sehr gut. Wer jetzt ein bisschen mehr möchte, der kann die Kurzhanteln dazu nehmen. Ich
mach das jetzt mal in der zweiten Runde. Okay, nochmal 10 Stück. 10, 9, 8, 7, 90 Grad im Ellbogengelenk. Noch 6, 5, 4, 3, 2, 1. Die letzten, come on, letzten. 10, 9, 8, 7, noch 6, komm schon, noch 5, hast gleich geschafft. 4, 3, die letzten 2, kämpf dich durch. Und der letzte, und wie immer, oben halten für 3, 2, 1, yeah! So, das war auch eine super schöne Abschlussübung für den Rücken und wir sehen uns morgen wieder munter und tapfer zu Tag Nummer 5. Dankeschön fürs Zusehen und tschüss bis morgen, 18 Uhr, eure Linda.